Hallo und herzlich willkommen zurück auf Shadow 3. Heute nur drei Kämpfe und zwar, weil ich zwei schon fertig habe. Wir spielen in der Hyperliga Rex Blizzard, Ampharos und Bolterus. Das klingt verrückt. Mit diesem Team habe ich bereits zwei Siege geholt. Ich habe bis jetzt auch nur zwei Kämpfe mit diesem Team gemacht. Ich muss sagen, ich hatte natürlich Glück, auch so ein bisschen mit Leads und so. Aber Bolterus ist auch in der Hyperliga noch sehr tanky. Wir wollen mal sehen. Drei Kämpfe machen wir jetzt noch. Vielleicht schaffen wir sogar ein 3-2. Mal sehen. Wir haben ein Dragoran im Lied. Das ist natürlich wunderbar. So, der Gegner muss hier an der Stelle wechseln. Und zwar in Machomai. Ich dachte, Machomai ist im Remix Cup verboten. So, das wird jetzt sein. Ich muss doppelt schilden. Es ist der Steinhagel, okay. Es ist der Steinhagel. Ich dachte, Machomai ist verboten tatsächlich im Remix Cup der Hyperliga. Aber es scheint tatsächlich so zu sein, als wäre der erlaubt. Danke. Wir gehen jetzt direkt noch auf den zweiten Donnerschlag. In der Hoffnung, dass der Gegner hier sich draufgehen lässt. Mein Team hat tatsächlich... Jedes Pokémon hat hier einen Konter gegen. Natürlich schildert der. Komm bitte. Nein. Ich schilde hier, glaube ich, sogar. Ich mache hier ein Doppelschild. So, Machomai ist tot. Das ist wichtig. Jetzt kann Dragoran gerne reinkommen oder er zeigt uns sein letztes Pokémon. Relaxo. Okay. Da gehen wir auf den Fokusstoß. Vielleicht haben wir ja super Glück. Und der Gegner schildert den nicht. Das wäre natürlich Hammer. Ja. Ja. Jetzt kann der Gegner aufgeben. Und damit haben wir mit... Natürlich haben wir jetzt Bolterus nicht benutzt. Aber wir haben drei Siege mit dem Team. Machen wir weiter. Das war natürlich, dass er den Fokusstoß nicht geschildert hat. Das war natürlich jetzt sehr bitter. Das war sehr bitter. Der hätte den Kampf wahrscheinlich... Hätte er den gewinnen können? Bestimmt. Er hätte nur den Dings halt nicht schilden dürfen. Fujito ist unser nächster Gegner hier. Und der geht rein mit einem Gardevoir. Das ist nicht so gut. Gar nicht gut. Wir gehen einfach mal direkt in Bolterus rein. Mal gucken, was der Gegner hier so macht. Jetzt macht natürlich Charm doch schon einiges an Schaden. Und da kommt schon wieder der Machomai. Ja, ja. Es scheint tatsächlich so zu sein, als könnte man schon mal tatsächlich... Ich dachte, da wäre... Tatsächlich als einer der Pokémon, die gebannt wurden. Ja, ich denke mal, dass wir den jetzt hier nicht mehr so gewinnen können. Immerhin, wir haben ein Schild vom Gegner bekommen. Jetzt gehen wir in Ampharos natürlich. Und gehen hier, müssen wir schilden. Ach, naja, das wird, glaube ich, nichts, der Kampf. Gardevoir, natürlich in dem Cup sind natürlich auch sehr interessante Pokémon drin. Oh. Ja, wir müssen, ne? Ja, das wird nichts, der Kampf. Weil der Gardevoir hat auch so eine Energie und ein Spukball dürfte mein Rexy auf jeden Fall rausnehmen. Oder wenn nicht ganz knapp, dann kann er mich einfach mit Charme runterfarmen. Und der Gegner schildert hier auch. Ja. Das sieht nicht gut aus. Und ich glaube auch, weder Energieber noch Meteorologe können Gardevoir groß was anhaben. Und wir können jetzt halt auch nicht... Genau. Jetzt können wir mal gucken, wie viel macht so ein Steinhagel. Der nimmt noch nicht ganz raus, okay. Wir gehen direkt zurück in Rex Blizzard rein. Und genau, da ist der Gardevoir auch schon. Und guckt euch das mal an. Komm schon, was ist denn jetzt schon wieder los? Och nee, da Meteorologe. Jetzt wollen wir noch mal gucken, wie viel Schaden das macht. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und das nimmt raus, aber da gehe ich nicht von aus. Aber es macht schon gut Schaden. Genau, da kommt die Attacke. Nee, das wird, glaube ich, nichts mehr werden. Psychokinese. Ja. Schade, ich hätte gern noch gesehen, was da in letztes Pokémon ist. Hätte ich gern noch gesehen, aber immerhin, wir haben ja drei Siege mit dem Team.
Aber mach mal, ich dachte, mach mal, hätte wäre gesperrt, aber na gut. Na gut, na gut. Dann gehen wir schon an den letzten Kampf rein hier mit dem Team. Tim 1705. Und der geht rein mit Mahumai. Das ist natürlich das, was wir nicht sehen wollen. Wir wechseln hier direkt in Ampharos rein. Und danke nochmal Niantic. Das ist ja mal richtig Baba hier, ne? Schwache Verbindung, ganz toll. Ja. Ganz, also wunderbar. Ja, wow. Da können wir aufgeben. Ganz toll. Reife Leistung, Niantic. Muss ich schon zugeben. Muss ich zugeben. Ganz toll. Ja. Ganz toll. Können wir aufgeben. Ganz toll hier. Ja, was soll ich da jetzt noch machen, ne? Danke, ich kann auch mal angreifen. Das ist ja auch schön. Ja, nee, ich habe keinen Play mehr gegen Mahumai. Ampharos war da mein einziger Play und Niantic dachte sich, ach komm, warum soll er denn gewinnen? Nee, das ist da. Ja, ja, wir können jetzt noch probieren, da irgendwie mit Rexpisa runter zu farmen oder so, aber das wird nichts mehr. Da ist Niantic tatsächlich mal wieder, hat uns einen wunderbaren Strich durch die Rechnung gemacht. Wir können ja noch versuchen zu catchen, nee. Jo, nee, ne? Nee. Da können wir tatsächlich rausgehen. Schade. Aber was soll man machen, ne? Gegen die Niantic-Server kann man ja tatsächlich nichts tun. Immerhin ein 3-2 ist es geworden. Wir holen uns noch ein wunderbares Panzeron hier. Fangen wir das noch schnell. Holen uns unsere Rangbelohnung ab. Wir gehen hoch auf 1996. Probiert Voltorus bitte nicht aus. Ich hatte nur unverschämtes Glück. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.